So, hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Satinas Ketten. Und durchsuchen wir gleich mal hier die Gegend, da ist ein Fensterladen, das habe ich beim letzten Mal schon gesehen. Gucken wir mal, ob irgendwas da los, mein Junge. Zwergenarbeit. Oh, Zwergenarbeit, ja, das ist Helles. Naja, Zwerge sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Rondra zum Gruße, Herr Ritter. Könnt ihr uns sagen, wo wir hier sind? Das ist das Taschgebirge. Tasch. Dann sind die Blutzinnen nicht mehr fern? Für einen fahrenden Ritter nur ein kurzer Abstecher. Für einen Bauernjungen und ein Frauenzimmer ist es noch weit. Ich bin kein Bauer. Mädchen, lass dich in dieser Gegend besser von einem richtigen Mann beschützen. Was denn für ein Mann? Ich bin Bogomil Zornbold, Ritter von Andergast. Zu euren Diensten, schöne Dame. Aha, er flirtet Nuri an. Ich bin Nuri. Das ist mein Freund Geron. Nuri also. Ein ungewöhnlicher Name. Alter, wie siehst du denn aus? Hast du etwa hier, sag mal, Skyrim-Elfen als Vorfahren? Ich meine natürlich, die sehen voll gut aus bei Skyrim. Egal. Ritter im Taschgebirge. Was verschlägt denn ein Andergaster Ritter ins Taschgebirge? Im Auftrag des Königs habe ich die Orkstämme in den Blutzinnen im Auge behalten. Ihr seid durch die Blutzinnen gereist? Sicher, doch nun muss ich zurück nach Andergast. Unter den Zolochai ist Unruhe ausgebrochen. Ich muss König Ephadan umgehend davon berichten. Und was habt ihr für Ausrüstung dabei? Wir brauchen Ausrüstung. Ein Seil, Decken, Proviant, alles was nützlich ist. Gewöhnlich bekommt man hier sowas bei Gram. Aber der Dickschädel versteckt sich in seinem Haus und macht nicht Mu, nicht Mäh. Diesem Halsabschneider würde ich ohnehin nicht trauen. Ja, wer würde das schon? Hast du gehört, Gram? Du Halsabschneider! Das hab ich gehört! Seid ihr in den Blutzinnen einem Gelehrten begegnet? An einem roten See? Roter See? Nein, aber wenn er von Süden kam, muss er hier vorbeigekommen sein. Okay, und was kannst du mir über Gram sagen? Warum versteckt sich dieser Gram denn? Der Ochse will nicht zugeben, dass ich im Recht bin. Im Recht? Im Recht. Er weigert sich, seine Schulden bei mir zu begleichen. Was für Schulden? Er hat mein Pferd auf dem Gewissen, hat ihm verdorbenes Futter gegeben, da ist es elendig verreckt. Ich bin in Eile und allein auf Schusters Rappen komme ich nicht voran. Wir könnten ihm ja unseren Gauklerwagen verkaufen. Wollt ihr uns das Gespann nicht abkaufen? Was nutzt mir ein Gauklerwagen? Aber euren Gaul könnt ihr mir vermachen. Was verlangst du dafür? Ich weiß nicht genau. Überlege dir einen guten Preis. Dann sage ich dir meinen. Rondra mit. Und mit dir. So, Rondra mit euch. Rondra ist übrigens die Göttin des Krieges und des Kampfes und so, ne? So, schauen wir mal. Was ist das hier für eine Mechanik? Sonderbare Vorrichtung. Mit einem schnöden Glockenseil gibt sich der Hofbesitzer eben nicht zufrieden. Gram ist bestimmt ein Zwerg. Wann gehen wir weiter? Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo dieser rote See liegt. Zudem, ohne gute Ausrüstung überleben wir in den Blutzinnen keine zwei Tage. Blutzinnen übrigens hier oben, ich denke, rotes Gebirge, das könnten die Blutzinnen sein. Geht's hier irgendwohin noch weiter? Wir können in den Gauklerwagen nochmal rein. Finden wir da vielleicht noch was? Eine Zinnflasche. Einen Schellenstab. Hey, hier gibt's noch Zeug. So, haben wir da oben noch irgendwas? Hey, sag mal, was ist denn hier passiert? Eine Gliederpuppe? Kann man die mitnehmen? Nie wieder wird die Puppenspielerin diese Geschichte erzählen. Oh. Und ich bin schuld. Vielleicht bringe ich wirklich Unglück. Trommelschläge. Ich frage mich halt wirklich, ob man das hätte verhindern können. Ich glaube, ich werde es nochmal irgendwann alleine nachspielen. Ohne euch. Und sollte sich wirklich was ändern an der Geschichte da dran, kann man die Züge mitnehmen. Ja. Sollte sich wirklich was ändern, nehme ich das vielleicht auch nochmal auf. Mal gucken. So. Ich glaube... Oh, da ist noch eine Decke. Können wir auch noch mitnehmen. Ich nehme einfach alles mit. Ja, mache ich doch schon. Keine Sorge, mein Freund. So. Das müsste eigentlich alles gewesen sein, was wir im Wagen mitnehmen können.
Und klopfen wir nochmal an. Aussichtslos, mein Junge. Zwergenarbeit. Ja, ich will klopfen, um mit dem Zwerg zu sprechen. Ein Einbärenstrauch. Warum ist immer alles unerreichbar? Mit dem Schellenstab? Unerreichbar. Und wenn wir... Keine einzige Beere fällt herab. Wie immer. So wird das nichts. Ich will den Ritter zerbrechen. Kann ich mir seine Lanze klauen? Nein. Dem Herrn Lancelot seine Lanze klauen. Herr Ritter Zornbold. Was ist los, Junge? Ich will euch Nuri verkaufen. Wollt ihr uns das Gespann nicht ab? Was nutzt aber eure... Was verlangt? Ich weiß... Überlege, dann sage ich... Okay. Andra mit und mit. Also müssen wir hier anscheinend noch irgendwas machen. Kann ich an der Mechanik irgendwas tun? Sonderbar. Mit einem... Zum Beispiel... Das Ding? Als Kurbelstange viel zu dünn. Okay. Dann vielleicht den Schellenstab. Passt genau. Hey. Sonderbare Vorrichtung mit einem... Die Verbindung zwischen den... Das kann ich bestimmt mit den Zügeln machen. Yay. Feuer! Mordio! Die Orks stürmen! Irgendwas Was macht passiert? Ihr alle noch hier? Verschwindet, bevor die Schwarzpelze hier sind! Da hast du dich aber foppen lassen, Herr Zwerg! Das ist ein Zwerg, yay! Der Junge hat die Glocke geläutet. Da kommen keine Orks. Oh. Was? Was geht denn in deinem Spatzenhirn vor, Junge? Läutest Alarm ohne Grund und reißt einen ehrlichen Zwerg aus seinem warmen Sessel. Ich fasse es nicht. Wir wollten nur... Hallo? Ihr hattet nicht geantwortet. Ach, lass gut sein. Aber gewöhn dir gleich mal das förmliche Geschwätz ab. Wer bist du überhaupt? Ich bin Geron aus Andergast. Aus Andergast? Wie der da? Na schön. Mein Name ist Gram, Sohn des Grandolin. Und das hier ist Grams offenes Haus. Offenes Haus? Was willst du, Geron aus Andergast? Ach ja, also, Gram, Sohn des Grandolin, ja, das ist ein Zwerg, ja, und man weiß ja, Zwerge klauen ja Wir wie brauchen die Ausrüstung Gram. Und Proviant für den Weg. Also ein gutes Seil, ich gegen euch, Herr Decken, Rabe. Wasser. Ausgezeichnet. Das macht dann ein Goldstück. Was? Das ist viel zu teuer. Bei Fex und Angrosch. Was hast du erwartet? Glaubst du, der Krempel wächst hier unter den Steinen? Zu teuer? Ich fass es nicht. Aber... Frag nochmal, wenn du Geld bei dir hast. Ich hatte Streit. Was ist das eigentlich für ein Streit zwischen dir und dem Ritter? Ich weiß nicht, was du meinst. Der Ritter sagt, du hast sein Pferd vergiftet. Ja, und das hat er auch. Halt die Klappe, Zornbold! Ha! Halt die Klappe! So, nachhaken! Also lügt der Ritter? Pass auf, Mensch. Ich glaube nicht, dass dich das was angeht, also... Ist dir schon gut. So, kannst du... Wir suchen einen Gelehrten, der sich in den Blutzinnen aufhalten soll. An einem roten See. So ein Verrückter. Da ist einer hier durchgekommen. Wollte alles Mögliche bei mir kaufen. Lauter exotisches Gerümpel. Weißt du, wo genau ich ihn finden kann? Ja... Ich sage es, wenn dir eine Gegenleistung dafür einfällt. Eine Hand wäscht die andere, nicht wahr? Da siehst du es, Junge. Der Zwerg ist ein Knauser. Also sind die Zwerge halt. Zieh dich ab und hüte deine Schweine. Wo ist der Forscher nun? Hast du mir was Ordentliches anzubieten? Dann weiß ich auch nicht, wo der Kerl ist. Ich verkaufe dir das Pferd und den Wagen. Nein, lass nur. Ich mache mir nichts aus diesem Viehzeug und dem, was sie mit sich rumschleppen. Ich lass dich wieder in... So, wir brauchen ein Goldstück. Ritter, ich will ein Dukat. Herr Ritter Zornbold. Was ist los, Junge? Pferd gegen ein Goldstück? Ich verkaufe euch das Pferd für ein Goldstück. Der alte Klepper ist doch höchstens ein halbes wert. Und damit wärst du noch gut bedient, Junge. Abgemacht? Nein, wir brauchen ein Goldstück. Also, mein Angebot steht. Ein Dukaten für ein Pferd?
Dann müssen wir ohne Ausrüstung weiter, Nori. Aber ich dachte, ohne können wir nicht weiter. Mit nichts am Leib in die Blutzinnen zu gehen, das wäre blanker Unfug. Aber wir haben kein Geld und ihr gebt uns nicht genug für das Pferd. Okay, jetzt können wir hier mit Nori reden, um den Ritter praktisch so ein bisschen einzulullen. Zu Nori, sitzen fest. Der Ritter hat schon recht. Mit leeren Taschen kommt man in der Wildnis nicht weit. Wir sitzen hier erstmal fest. Nicht schlimm. Ist doch auch schön hier. Was sind das für Bäume da? Wenn es dir gut geht, Mädchen, ist alles in Ordnung. Ich kann es nur nicht sehen, wenn schöne Mädchen leiden. Dann musst du eben wegsehen. Dunkle Kreaturen. Wenn wir nicht bald weiterkommen, holen uns die dunklen Kreaturen wieder ein. Ich fand sie nicht sehr dunkel. Sie waren nur traurig. Sie haben Isida getötet. Und beinahe wären wir dran gewesen. Ich dachte, sie sind ein bisschen wie ich. Nein, ganz sicher nicht. Nori an zu Hause erinnern. Was deine Freunde zu Hause jetzt wohl machen? Wieso? Na, sie sind doch ganz allein und vermissen dich sicher. Ganz allein? Frau Grimbald, wir müssen zurück und sie holen. Nein, wir können jetzt nicht umkehren. Willst du den Kreaturen direkt in die Arme laufen? Wir müssen den Feenforscher finden. Er wird uns helfen und dann holen wir auch Frau Grimbald und den Rest. Frau Grimbald. Wollt ihr denn Nori nicht helfen, Ritter Zornbold? Ach. Was hat sie denn? Sie ist traurig, dass wir nicht weiter können. Was kann ich denn für dich tun, Nori? Frau Grimbald. Wie kann ich helfen? Kauft ihr uns die Ausrüstung bei Gram? Dann bekommt ihr unser Pferd und es wäre allen... Auf keinen Fall. Mit dem Knauser mache ich nicht ein Geschäft mehr. Oh, schade, hätte ja klappen können. Doch nicht etwa ein Goldstück für etwas Ausrüstung? Ha! Und wenn du mir deine Ausrüstung... Gebt uns doch einen Teil eurer Ausrüstung. Für das Pferd. Was denkst du dir, Junge? Ein fahrender Ritter trägt schon weniger bei sich, als er bräuchte. Außerdem ist alles, was ich habe, nicht für deinen Stand gedacht. Sozialstatus zu niedrig, scheiße. Gib mir Goldstück für das Pferd. Goldstück aus, Herr Ritter. Ein halbes für das Pferd und ein halbes, damit Nori wieder lacht. Da hast du mich aber, Junge. Für das Lächeln einer Schönheit ist mir kein Gold der Welt zu schade. Hier, nimm. Hab Dank, Herr Ritter. Dann können wir bald weiter? Ja. Und Frau Grimbald muss nicht mehr lange warten. Ja, so gefällst du mir, Mädchen. Willst du nicht doch bei mir bleiben? Nichts da. Ja, der alte, schwere Nöter. So, Kram. Was willst du? Ausrüstung. Hier ist das Geld für die Ausrüstung. Wunderbar. Hier hast du den Krempel. Yay, Krempel. Die Qualität ist ausgezeichnet. Ein guter Kauf. Ausgezeichneter Krempel. Ich will dir noch einen Rat geben. Wenn ihr in die Blutzinnen aufbrecht, dann schleppt nicht zu viel mit euch rum. In den Bergen spürt man schnell jede Unze auf den Knochen. Ja, das weiß ich. So, kannst du mir noch was über den Feenforscher sagen? Hast du mir was Ordentliches anzubieten? Dann weiß ich auch nicht, wo der Kerl ist. Ich lass dich wieder... Wir haben zwar Ausrüstung, aber irgendwie müssen wir dem Zwerg noch... Aber kann ich ihm irgendwas so anbieten? Wie komme ich darauf? Natürlich nicht. Natürlich. Ein Seil, Feuerstein, Stahl, Wasserschlauch, Decke. Geht nicht. So. Gut, Ausrüstung habe ich Herr schon mal. Ritter Zorn. Was ist los? Okay, mit ihm kann Wandra ich nicht mit reden. Und mit die- Können wir dann aufbrechen jetzt? Wann gehen wir weiter? Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo dieser rote See liegt. Törichter Großling, einzig einem Zwerg aus der Urlinie Samoralms gebührt es, diese Glocke zu läuten. Okay. Oh, hey, kann ich dem etwa was aus seiner Hütte klauen? Hey, lass die Pfoten von meinem Jenbacher Bart blau. Glaubst du, mein Bart pflegt sich allein von Luft und Dunkelheit?
Lass dem Gecken bloß das Zeug, Junge. Das ist sein Ein und Alles. Ah. Ah. Inventar. Ich habe das Gefühl, deine Fiole ist kaputt. Was? Nein. Bei Angros und allem Bartgetier, mein schönes Jenbacher Bartblau. Wer ist das gewesen? Vielleicht hat dich Angrosch selbst für deine Eitelkeit bestraft, Herr Zwerg. Ja, wahrscheinlich. Was wird mein Bart nur dazu sagen? Ach, weißt du, Digga. Ist schon okay. Da kann ich auch so mitleben. Wie konnte das passieren? Wer es auch war, meine Rache wird ihn vernichten. Kann ich die Glasscherben irgendwie untersuchen? Riecht nach Wacholderbeeren. Einbeeren, glaube ich. Das ist, glaube ich, aus Einbeeren. Habe ich irgendwas jetzt hier mit dem Seil? Komme ich da an die Einbeeren ran? Zu auffällig. Wie komme ich jetzt da hoch? Unauffällig. Wenn ich doch... Keine einzige BM. Okay, wenn ich ihm hier... Was willst du? Feenforscher nachhaken. Wo ist der Forscher nun? Hast du mir was Ordentliches anzubieten? Da. Tja. Ich lass dich wieder... Also müssen wir erstmal dann da irgendwie hochkommen. Aber das forschen wir nach in der nächsten Folge, würde ich sagen. Weil ich glaube, ich nehme schon wieder lang genug auf. Bis dahin würde ich sagen, ciao, euer Balas.